Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Genau, nicht Minecraft, Diablo 3. Hier ist gerade der Erfolg aufgegangen, das werdet ihr wahrscheinlich öfter sehen, da meine Taste zum Aufnehmen die F9 ist und F9 wohl auch das Erfolgsmenü ist. Und hier seht ihr, dass ich auch eine Belohnung habe. So, ja, eine Heldentat sogar, und zwar, dass ich die Beta gespielt habe. Naja, wir werden uns weiter begeben nach Alt-Tristram oder die alten Ruinen, damit wir den ersten Akt durchkriegen hier. Lass mich das Tor öffnen. Und haben momentan eine Begleiterin dabei. Apria war meine Mutter. Ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater geschehen? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Ja, das ist doch mal eine interessante Geschichte. Ja, ich habe inzwischen einen Zauberer noch zugelegt. Da ich beim Rendern für euch nicht spielen kann, beziehungsweise beim Hochladen, ist das Ganze ein bisschen ruckelig. So, jetzt müssen wir, soweit ich noch weiß, hier runter. Ein verborgener Keller. Folgt mir. Hier liegen die Geheimnisse eurer Mutter verborgen. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Ich habe ihnen nie geglaubt. Ja. Jetzt wissen wir schon mal, dass ihre Mutter eine Hexe war. Gib da ab. Hallo. Nicht genug Geisteskraft. Eieiei, da geht's aber ab hier. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. So. Der ist aber schon heftig, der Gegner. Komm schon, und bam! So. Das ist für mich der Roundhouse-Kick, nichts anderes. Ja, ich habe, wie gesagt, schon mal was angefangen, aber den Charakter finde ich nicht so gut wie diesen Mönch hier. Und deswegen spiele ich auch den Mönch mit euch. So. Das Problem ist, man kann zwar jetzt eine zweite Waffe so gesehen anziehen, aber eigentlich ist der Mönch eher ein waffenloser Hier ist der Kämpfer. Schlüssel und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich finde euren Onkel. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er Ich brauche aufgekommen Geisteskraft. Die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Ja, also sehr interessant. Die Geschichte, dass ihre Mutter halt eine Hexe ist und so ein paar verschwundene Sachen. Ja, wir werden noch hören, wie es weitergeht, beziehungsweise auch sehen, wie es weitergeht, denke ich mal. So, mal gucken, wann wir dann den ersten Begleiter kriegen, den ersten richtigen Begleiter, nicht diese Tuse da. Ich glaube, den kriegt man sogar noch in den ersten Akt. Ruht in Frieden. Es gibt ja drei Stück, bei Diablo 2 gab es ein bisschen mehr. Bam. Ein Tritt und alle dort. Das ist so wie Chuck Norris hier. Ich habe nicht genug Ja. Geisteskraft. Bam. So, naja, auf jeden Fall, wir werden erstmal ein bisschen hier Die rumgucken, weil. Kathedrale von Tristram. Hier schlug der Stern ein. Ja, genau. Ein Stern. Ich dachte eher, das wären Kometen, die am Boden sind. Aber wahrscheinlich kennen sie das noch nicht so gut oder so. Ja, hier ein bisschen altmodisch und so, ne? Ich brauche Geisteskraft. War toll. Ja, auf jeden Fall scheint, wir müssen da runter. In die Kathedrale. Das sah beim Video nicht so aus, als ob da irgendwie Gänge drunter waren hier, ne? Naja. Was soll man machen? Hier ist der Stern gefallen. Ja. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Machen wir das halt so. Also Diablo 3 ist ja inzwischen auch physikmäßig
Das heißt, man kann Gegenstände fallen lassen, wodurch dann auch Monster platt gemacht werden. Nicht genug Geisteskraft. Auch wenn das jetzt nicht gerade so geil umgesetzt ist, wie man sich das vorstellen könnte. Ich bin weiser geworden. So. Oh nein, oh nein. Auf jeden Fall haben wir einen neuen Zauber gekriegt, unter anderem. Und jetzt weg, 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 weg. Zack. Jetzt kommen nämlich noch so Viecher. Bam. So. Das war doch schon mal ein schönes Massaker, wie Diablo. Die Grotesken mögen schwerfällig und gedankenlos erscheinen, aber sie bergen viele Gefahren in ihren unförmigen Körpern. Unter dem monströsen Fleisch lauern Dornen und in ihren Körpern nisten widerwärtige Parasiten. Man sagt, diese Gestalten des Grauens wurden von einem großen Übel erschaffen. Eine Düsternis, die selbst ich nicht ergründen kann. Das hört sich so an, als ob er so der Allmächtige ist. Ob das so ist, weiß ich nicht. Werden wir auch noch erfahren später. So, ein Einhandschwert. Aber wir haben hier noch einen Skillpunkt gekriegt. Oh, sollten ein bisschen zurückgehen, bevor wir den Skillpunkt nutzen. So. Lichtblitz. Blende 3 Sekunden lang alle Gegner in der Nähe. Annehmen. So. Man kann diese, also man kriegt auch auf den Tasten 1 bis 4 Zauber und kann dann so gesehen zack den hier machen und dann bam und bam und bam und dann greifen die 3 Sekunden lang nicht an. Wenn wir jetzt erstmal hier in diese Richtung gehen. Oh, eine Schärpe. Oh. Langsam kriegen wir mal eine Ausrüstung. Ja, man kann auch viele Bücherregale hier zerstören. Ich will dich nicht verwandeln. So. Wollte es ja getötet werden. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ein Heilbrunnen. Ja, ich bin, glaube ich, immer noch ein bisschen ruhig. Ich meine, ich habe jetzt ein paar Stunden geschlafen. Hab gerade noch die erste richtige Folge hochgeladen, dadurch, dass das sich alles halb verzögert hat, die Nacht. Na toll. Und ich hoffe auch, dass das mit den Helligkeitseinstellungen gut ist, wie es momentan ist, weil mir manchmal ein bisschen dunkel vorkommt, aber das kann auch das Licht sein, das von links blendet. So, man kann halt immer diese Massaker-Sachen, dadurch kriegt man halt, umso mehr man dann am Stück tötet, meine, sag ich mal, Wunden schließen sich. Kriegt man umso mehr EP als Bonus. Das finde ich auch sehr cool. Da wird man dazu gebracht, halt sehr viele Sachen hintereinander zu killen. Oh. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoriks Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand liebte seinen König mehr als ich. Selbst dann noch, als ich meine Klinge in sein dunkles, verdorbenes Herz stieß. Nicht schlecht. Meine Klinge in sein Herz stieß. Ja, Diablo 3 Uncut. Ich weiß es nicht, ob das hier jetzt schon Uncut ist, da das halt die Starter Edition ist. Immer noch. Ich warte immer noch auf meinen Key und werde auch langsam sauer. Wenn das so weitergeht, werde ich an der Stelle, wo ich ihn bestellt habe, den canceln. Er soll bis spätestens heute um 10 Uhr da sein. Sollte es nicht der Fall sein, werde ich nachher noch nach Saturn laufen, es dort holen. Ich weil habe nicht genug Geisteskraft. Irgendwo auf der einen Seite wurde mir ja versichert, dass ich das kriege. Und auf der anderen Seite, naja, ist es nicht gekommen. So, das ist auch eine schöne neue Sache. Man muss jetzt nicht mehr unbedingt was drücken, damit man die Gegenstände sieht, kann es aber trotzdem machen. Ja, das ist ja Schwachsinn. 1,5, 1,5 pro Sekunde. So. Bam! Ja, wie gesagt, den Mönchen, der soll später recht schwierig werden. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, weil ich so ein kleiner Minispieler bin auch.
Ich habe früher bei Diablo 3, bei Diablo 2 meinen Standcharakter der Totenbeschwörung. Ich finde es schade, dass es den nicht mehr gibt. So. Bam, 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 bam. Bam, bam. So, ein bisschen weg. Diese explodieren immer und dadurch kommen halt die Viecher hier raus. Wir dachten, wir könnten die Toten hier einsperren. Steh mir bei. Nee, lass mal. Ich gehe lieber weiter. Bam! So, jetzt werden wir uns einfach in die Masse da rein. Wir machen einfach Bam! Bam! So. Und noch ein. Ja, das ist das einzige Blöde. Man kriegt halt nicht genug Geisteskraft. Das Skillsystem hat sich auch ziemlich stark verändert im Gegensatz zum zum Vorgänger. Ich hoffe, dass das nicht so schlecht endet, wie ich es denke. Die wollen jetzt auch in WoW, Mist of Mandaria, wenn das Addon dann rauskommt, wollen sie halt das gleiche Skillsystem machen. Man kann nichts mehr skillen, alles wird vorgegeben. Ist ja interessant. Ey, das Ding will ich aber haben. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Da. Das ist ja mal eine Megatruhe. Na toll. Und dann so eine kleine Keule drin. Ja, super. Nee, nee, nee. Naja. Mal schauen. Also ich denke mal, der große Gegner Torchlight, also das ist jetzt nicht unbedingt das Gegner, das von der Gateway hat das gleiche, wird auch sehr interessant werden. Mal gucken, ob der mit dem großen Bruder konkurrieren kann. Also theoretisch großer Bruder Diablo 3. Das soll ja jetzt auch im Juli rauskommen. Die Closed Beta hat bereits begonnen. Ja. Na gut, aber trotzdem werden wir jetzt hier weitermachen. Ah, Mann! So, dann wollen wir mal erstmal schauen, was wir denn an neuen Gegenständen bekommen haben. Nichts Vernünftiges. Aber wir haben neue Schuhe bekommen und jetzt langsam wird es doch mal brutal mit dem Inventarplatz. Das ist es. Mal schauen, ob wir da noch irgendwas schaffen. So. Bam. Immer weiter. Und ich hoffe, die Soundeinstellungen sind korrekt. Dann werde ich gleich nochmal nachgucken. Ich glaube, da habe ich schon ein paar Mal gehört. Ich sollte mir angewöhnen, diese Sachen da öfter zu benutzen. Oh. Oh, ah, genau das gleiche. So. Neben mir steht noch mein Cappuccino. Da werde ich mir mal eben ganz schnell einen Schluck genehmigen. Was ich nicht gut finde, ist, dass Diablo 3 keinen Pausenmodus mehr hat. Das heißt, wenn ich jetzt Escape drücke, läuft das Spiel einfach weiter. Finde ich nicht so schön umgesetzt. Aber naja, da könnt ihr ja mal was drüber schreiben, wenn ihr das auch spielt. Meist das ein paar meiner Abonnenten das auch spielen. Worüber ich mich freuen würde, ist, wenn ihr mein Video seht und es gefällt euch, dann schaut doch auch mal in meine anderen Videos rein. Bitte einen Kommentar, vielleicht einen Daumen hoch oder runter. Wenn ihr einen Daumen runter macht... Oh. Was ist das denn jetzt hier? Inventar... Ah, ja, ja, ist schon okay. Nein! So. Wenn euch das Video gefällt, einen Daumen hoch, wenn nicht, einen Daumen runter, aber das bitte dann auch begründen, damit ich dann daran arbeiten kann. So, das ist das gewesen. Bam! Wenn euch mein Video gefällt, wäre doch schön, wenn ihr vielleicht ein Abo dalassen würdet und mir regelmäßig zuguckt. So. Oh, zwei Wege haben wir fertig, einer fehlt noch. Oder bin ich irgendwo dran vorbeigelaufen, weil ich nicht gesehen habe? Bam! Ja, ich weiß nicht, dieser Blenden, das ist nicht gerade so meine Attacke. Ich weiß, ich kenn's schon aus der Beta teilweise noch. Und dementsprechend kenne ich aber auch die ganzen Attacken und kann das halt auch ein bisschen erklären und deswegen nenne ich es auch nicht blind, zumindest nicht bis Akt 2 angefangen hat, mindestens.
Aber ich denke dort auch nicht, weil wie gesagt, ich werde auf jeden Fall noch einen anderen Charakter hochspielen. Wo ich dann allerdings nicht die Story mir anschauen werde. Sondern einfach nur dieses Hack-and-Slay-Feeling. Ja, super. Hätte ich das gewusst, ey. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Hoffentlich stürzt es nicht ein. Ja. Skelettkönig? Die Macht des gefallenen Sterns hat mich erweckt. Und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Wachen, bringt mir seine Knochen. So, Deckard Cain retten. Das ist ja normal, ne? Muss man ja immer retten, in jedem Teil. Bam! Jetzt gleich kommt ein etwas schwererer Gegner. Jetzt gerade ist es doch einfach. So. Yeah! Und bam! Komm her! So, jetzt aber. Das war doch mal ein schöner Kampf. Der ging doch jetzt mal etwas schneller. Schauen wir erstmal, was wir denn hier haben. Komm, davon haben wir schon 20 Stück. Aber das hier ist was verzaubert. Das, was wir vielleicht auch in unsere Truhe für andere Charaktere legen können. Ja, ist schon klar. Zum Sonstigen haben wir leider keine Stadtportale oder so. Aber wir kommen jetzt zurück durch Deckard Cain. Achso. Robuster Beschützer ist euch egal. Ach, hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich? Ist noch nicht gekommen, alter Mann. Folgt ihr. Lea wartet auf euch. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Genau, also Entschuldigung, das Husten gerade, wenn ihr das gehört habt. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristan. Eine Truhe, die nehmen wir direkt noch mit. Ach nein, können wir gar nicht. Oh nein! Ah, das ist aber blöd. Wobei, sowas können wir rausschmeißen. Vielleicht sind die ja besser. Nee, nicht wirklich. Denn dann haben sie auch noch bloß eine Rüstung. Ich kann nicht mehr tragen. Eine Keule. Naja gut, wir werden uns jetzt erstmal zurück nach Neu-Tristan begeben. Wer Diablo 2 kennt, wird wissen, Tristan halt. Ich habe mein Wort gehalten und Leas Onkel Deckard Cain gerettet. Ich habe ihn vor dem Skelettkönig bewahrt, der mir nun den Weg zum gefallenen Stern versperrt. So. Damit habe ich erst nicht gerechnet, dass dort noch ein Video kommt. Naja. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Die Zeit wird knapp. Erzählt mir vom gefallenen Stern. Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ja, 3300 MP ist auch schon was Schönes, ne? Wir gehen mal ganz kurz zum Heiler Fritzen. Ich dachte, der würde vielleicht auch die Geisteskraft auffüllen. Geht aber nur, wenn wir Monster bekämpfen. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst. Bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Nichtsdestotrotz, der Skelettkönig versperrt mir den Weg zum gefallenen Stern. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Edric auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Ja, der ist da oben irgendwo. An dieser Stelle werde ich mal eben schauen. Ich hoffe, die Aufnahme wird dadurch jetzt nicht unterbrochen, sondern nur der Sound.
Nein, es ist immer noch nicht da. Eine halbe Stunde soll der Key da sein, sonst kriege ich hier leider ein ganz, ganz riesengroßes Problem mit mir selber. So. Wir werden jetzt einfach mal weitergehen. Und mal eben ganz kurz verkaufen. Hier ist nämlich jemand, den wir verkaufen können. Versprechen, dass egal, was ich dir verkaufe, du sehr gut darauf aufpassen wirst. Als ob ich was kaufe. Ich verkaufe, wenn dann. Hallo? Achso. Ja, Schilder brauchen wir definitiv nicht. Zumindest wir nicht. Da haben wir einen besseren Dolch. So. Also ich glaube, ich werde hier großartig alles verkaufen, um halt auch viel Geld zu kriegen. Oder Gold. Damit wir halt, ja, genau, wir werden einfach mal alles verkaufen. So, damit wir halt hier uns auch ein bisschen was leisten können im LP. Ihr könnt mir ja sagen, wenn ihr das so ein bisschen wisst vielleicht, ob das überhaupt klug ist, dem die Golddolche zu geben. So. Ah, hier kann man reparieren. Hier kann man dann die Gegenstände zurückkaufen, die man gerade verkauft hat. Ja, und später. Später kann man auf jeden Fall noch Sachen selber herstellen und basteln. Schmied, Decker Kane sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorix zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Klar, gerne. Ich töte sie gerne, deine Frau. So, wo sind sie denn? Wo ist deine Frau? Hallo? Nicht genug Geisteskraft. Na ja, gut, hat es wenigstens die Möglichkeit, mal eben die Geisteskraft wieder komplett aufzu. So. Zack. Noch mehr. So, einfach mal ein bisschen blenden. Meine Liebe, bitte vergib mir. Ja, komm, ich will dich töten. Hedrick, hilf mir! Ja, wir erlösen dich einfach. So, komm her. Zack und bam. Zack und Roundhouse Kick. So. Und tschüss. So, ja. Ich hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Nun, Hedrick. Decker Kane erzählte mir, ihr wüsstet, wo Leorix Krone abgeblieben ist. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Ja, wir haben Armschienen gefunden. Und Hain des Wehklagens, also mir kommt das ja gar nicht bekannt vor. Ich weiß nicht mehr woher, aber irgendwoher kommt mir das sowieso bekannt vor. Naja. So, wir sollen jetzt weiter in diese Richtung. Und zwar dort durch diese Tür. Dies werden wir jetzt aber nicht machen, sondern erst in der nächsten Aufnahme-Session und sagt dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.